Wir basteln uns heute ein nachhaltiges Waschmittel. Das habe ich aus diesem Heft hier. Das habe ich in meiner Apotheke mitgenommen gehabt. Das war so eine Umsonstaktion. Und ja, wie ich dieses Waschmittel mache, zeige ich dir in folgendem Video. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir machen heute Waschmittel. Da habt ihr mich ja gebeten, dass ich die ganze Geschichte mal aufnehme. Das ist jetzt meine zweite Runde, damit ich euch auch ein bisschen sagen kann, wie wäscht die ganze Geschichte. Das Rezept ist aus diesem Heft. Das kann man nicht kaufen, das war eine Werbeaktion, das habe ich in meiner Apotheke mitgenommen. Und du benötigst für das Waschmittel, und das Rezept gebe ich dir, das ist ganz, 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 ganz simpel, 4 Esslöffel Waschsoda, 30 Gramm Seife, Mardin-Seife oder Aleppo-Seife oder Kernseife, das ist dir einzig und allein überlassen. 2 Liter Wasser, einen Topf mit 2,5 Liter Fassungsvermögen mindestens, also er soll schon ein bisschen größer sein, weil du die Masse einfach aufkochen musst und nicht, dass dir das irgendwie übergeht oder so, das möchten wir nicht. Und die ganze Geschichte basiert auf einer chemischen Reaktion. Am Ende brauchst du noch ein paar ätherische Öle, wenn du dein Waschmittel ein bisschen beduften möchtest. So, du reibst die ganze Geschichte jetzt mit einer stinknormalen Reibe, habe ich auch gemacht, 30 Gramm ist wichtig auf 2 Liter. Und du mischst das Ganze schon mit dem Waschsoda, 4 Esslöffel. Waschsoda ist so ähnlich wie Natron, wenn jemand chemisch weiß, wo da der Unterschied ist, kann er mir das gerne unten in die Kommentare mal schreiben. Wir lernen ja hier in so einem Format auch gegenseitig voneinander. Das ist eine richtig coole Sache. Und auf was für einer chemischen Reaktion das Ganze basiert, würde mich echt interessieren. Weil durch Stehen lassen und Aufkochen entwickelt sich erst das Waschmittel. Am Anfang hast du nämlich immer noch so eine ja, sehr flüssige Variante. Also du gibst das Ganze, also dein Natron, und deine Seife gibst du in die 2 Liter Wasser, die du schon im Topf hast, und rührst das Ganze um und lässt das Ganze einmal aufkochen. Also es muss schon richtig aufkochen und die ganze Geschichte wird jetzt für eine Stunde stehen gelassen. Jetzt hast du noch eine sehr flüssige Variante. Und ich dachte am Anfang echt auch, das soll Waschmittel sein? Und nach einer Stunde merkst du schon, dass sich so eine Haut gebildet hat. Aber das Waschmittel an sich noch nicht diesen Charakter von einem flüssigen Waschmittel hat. Jetzt gehst du nochmal her und kochst die ganze Geschichte nochmal auf. Also die Stunde ist wirklich wichtig. Also eine Stunde stehen lassen und dann nochmal aufkochen. Und jetzt wird die ganze Geschichte für ja, grob 12 Stunden oder so stehen gelassen, also über Nacht, je nachdem wann du die Geschichte gemacht hast. Ich habe halt die beste Erfahrung gemacht, wenn ich das so in der Mittagszeit rummache und das dann, wie gesagt, so stehen lasse. Nur sind es grob so 12 Stunden und dann wird es am allerbesten. Dann ist das richtig fest. Und für das Gefäß, also wo du hinterher dein Waschmittel drin haben möchtest, empfehle ich dir Flaschen mit großen Löchern. Das ist echt wichtig, weil die ganze Geschichte wird richtig zäh. Das wird richtig, richtig zäh und du musst es einfach eingießen können. Wenn dieser Flaschenhals zu dünn ist, funktioniert die ganze Geschichte nicht ganz so gut. Du kriegst das da nicht rein. Definitiv nicht, weil du hast dann so richtige Klumpen. Eins muss ich dir mit auf den Weg geben, das ist halt kein industrielles Waschmittel, denn du hast dann schon so Klumpen drin. Das macht es ja auch irgendwie vom Charakter her auch so sympathisch, finde ich, weil es eben selber gemacht ist. Und durch Schütteln wird das immer flüssiger, sozusagen. Also, wenn du das eine Weile lang stehen gelassen hast, hast du dann wieder eine richtig feste Masse in der Flasche und schüttelst du das dann, kannst du es dann auch wieder so richtig ausgießen. Also nicht mit einem gekauften Waschmittel vergleichen, da gibt es schon Unterschiede. Du füllst dir das am besten mit einem Messbecher in deine Flasche ein. Es geht am allerbesten, habe ich einfach gemerkt, es funktioniert richtig gut. Und jetzt kannst du echt kreativ sein. Welchen Geruch soll dein Waschmittel haben? Nimm aber gute ätherische Öle. Ich habe zum Beispiel Tauasis. Hier habe ich ein Fläschchen mit Raumspray, aber Tauasis hat richtig günstige ätherische Öle. Oder ja, was gibt es da noch? Deiner Kreativität ist da freien Lauf gelassen. Also kannst du echt
alles Mögliche aussuchen. Und ich habe Lavendel schon gemacht. Das war richtig toll, gerade in Verbindung, wenn das dann so verdünnt wird durch das Waschen, hat dann die Wäsche so einen richtig schönen Geruch, finde ich. Jetzt habe ich Zitrone und Mandarine gemacht. Da kann ich jetzt dazu noch nichts sagen, aber ich stelle mir das auch richtig angenehm vor in der Wäsche. Also leichten Duft. Das bleibt natürlich auch nicht so lange drin wie so ein Parfum, was die Industrie da in ein Waschmittel mit reinpackt. Aber das ist wirklich so die nachhaltigste Art und Weise, wie du ein Waschmittel selber machen kannst. Und das hält sich dann auch recht gut und lässt sich wunderbar herschenken. Und das Einzige, was du halt wirklich brauchst, ist Waschsoda und Seife und Wasser. Mehr ist es nicht. Also das fand ich dann auch richtig interessant. Eben diese Reaktion, die da eingeht durch das einmal aufkochen, stehen lassen, wieder aufkochen, ganz lang stehen lassen. Du hast dann so eine richtige Wackelpudding-Konsistenz. Fand es richtig gut. Und vom Waschen her ist es so, die ganze Geschichte wäscht echt gut. Ich wasche meine Kompressionsstrümpfe damit. Gerüche kriegt es super gut raus. Das Einzige, was ist, wenn du schwarze Wäsche hast, dann bleiben schon so Klümpchen von der Seife. Also hat man dann schon so kleine Rückstände. Wenn dich das nicht stört, also mich stört es definitiv nicht, wenn dich das nicht stört, verwende das Waschmittel, probier es einfach mal aus. Und wenn das nicht ganz so dein Ding ist, es gibt ja immer noch Waschmittel, die man für schwarze Wäsche verwenden kann. Einfach da auch mal gucken. Da einfach dann getrennt hergehen und schauen, dass man die schwarze nicht damit wäscht. Weil das gibt definitiv Rückstände. In diesem Sinn melde ich mich auch schon wieder ab. Sag danke fürs Einschalten. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.